Sehr geehrtes Publikum, in den letzten Tagen, Wochen und Monaten beherrscht ein Thema die mediale Landschaft. Genauer gesagt nicht nur ein einzelnes Thema, sondern eine Vermischung von zwei Themen, die grundsätzlich nichts miteinander zu tun haben. Ich spreche über die Vermischung von Islam und Terrorismus, sogenannter Islamismus. Islam wird zu Islamismus, Muslime werden zu Islamisten, Kopftuchträgerinnen werden zu Fundamentalistinnen, Männer mit langen Bärten werden als Terroristen abgestempelt und die Taliban gründet eine neue Religion. Moscheen, Busse, Schulen, Fußballstadien werden in die Luft gesprengt und unzählige unschuldige Menschen sterben. Kinder verlieren ihre Eltern und werden zu Waisen. Wie vor kurzem die Vorfälle in Paris, Brüssel, Ankara, Antalya oder seit vielen Jahren in Palästina, Syrien, Irak und vielen anderen Ländern. Die Leute wollen mir sagen, dass das meine Religion ist, dass Terroranschläge zum Islam gehören. Alle Muslime werden als Terroristen abgestempelt. Ihr habt richtig gehört, ich bin Muslimin. Aber ich werde euch nicht in die Luft sprengen. Ich bin nicht hier, um ein paar Leute wegzubomben. Ich stehe hier, weil ich nicht will, dass meine Religion in den Dreck gezogen wird. Der Islam bekommt ein schlechtes Bild und wird grausam dargestellt. Die Terroristen sagen, dass sie im Namen Allahs töten. Sagen, dass die Gotteskämpfer ins Paradies kommen, verpassen ihnen Gehirnwäschen und holen sich dadurch mehr Anhänger. Sie lassen sich selber in die Luft sprengen, nur um andere damit umzubringen. Aber im Koran steht genauso wie in der Bibel, dass Töten von unschuldigen Menschen eine Sünde ist. Nicht nur Töten von unschuldigen Menschen, sondern auch Selbstmord. Also wenn man sich in die Luft sprengt, um damit noch andere umzubringen, hat man gleich zwei große Sünden am Hals. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Aber warum sagen die Terroristen, dass man dann ins Paradies kommt? Die Terroristen haben den Koran wahrscheinlich nicht einmal in Händen gehalten. Im Internet findet man falsche Auszüge oder erfundene Sachen der Taliban. Leute glauben alles, was sie gleich im Internet lesen oder in den Nachrichten hören. Andere denken sich nicht viel dabei, wenn sie Schlagzeilen wie Terroranschlag oder IS, islamistischer Terror, in der Zeitung lesen. Aber als Muslim trifft es einem schon, wenn Wörter wie Islamismus ganz groß auf der Titelseite zu lesen sind. Die meisten wissen nicht einmal, was das Wort Islam bedeutet. Das Wort Islam leitet sich von dem Wort Salam ab, was übersetzt Frieden bedeutet. Die Muslime begrüßen sich mit dem Wort Salam oder Salamu alaikum, was so viel bedeutet wie Friede sei mit dir. Und jetzt sagt mir, was das Wort Frieden mit Terrorismus zu tun hat. Genau, rein gar nichts. Benito Mussolini, der 400.000 Menschen umgebracht hat, war kein Muslim. Josef Stalin, der 20 Millionen Menschen umgebracht hat, war kein Muslim. Adolf Hitler, der 11 Millionen Menschen umgebracht hat, war kein Muslim. Mao Zedong, der 20 Millionen Menschen umgebracht hat, war kein Muslim. 17 Millionen Todesfälle im Ersten Weltkrieg wurden nicht durch Muslime ausgelöst. 55 Millionen Todesfälle im Zweiten Weltkrieg wurden nicht durch Muslime ausgelöst. 55 Millionen Todesfälle im Vietnamkrieg wurden nicht durch Muslime ausgelöst. 200.000 Todesfälle in Nagasaki und Hiroshima, Bombenanschläge, wurden nicht durch Muslime ausgelöst. Ihr seht, Terrorismus hat keine Religion. Man muss kein Muslim sein, um Menschen umzubringen. Wir leben heutzutage sowieso in einer Gesellschaft, in der man immer wieder wegen seiner Hautfarbe, Herkunft oder seiner Religion verurteilt wird. Ich bin bestimmt nicht die Erste oder die Letzte, die eine Rede über dieses Thema hält. Muslime weltweit erheben sich für islamistischen Terror. Am 28. August 1963 hielt Martin Luther King die bekannte Rede »I have a dream« in Washington, D.C. Er war der Mann, der es schaffte, den Rassismus zu bekämpfen. 2016, heute, der amerikanische Unternehmer Donald Trump versucht, Amerika wieder weiß zu machen. Anhand diesem Beispiel sieht man, dass es Leute bis heute nicht verstehen. Aber wir, der Großteil,
lässt sich zum Guten umstimmen. Und das gibt uns Hoffnung und Stärke. Deswegen lasst uns in einer Welt leben, in der man nicht wegen seiner Herkunft oder seiner Religion verurteilt wird. Mein Wunsch ist es, in einer Welt zu leben, in der man nicht wegen seiner Religion verurteilt wird. Und mein Wunsch ist es, in Frieden zu leben. Aber die Leute reden schon über einen dritten Weltkrieg, obwohl es für mich gar nicht schon mehr der dritte ist, sondern der tausendste. Weil andauernd Kriege stattfinden und nebenbei auch noch andauernd Terroranschläge passieren. Nur weil idiotische Terroristen den Islam als Glaubensbekenntnis haben, soll man nicht gleich davon ausgehen, dass alle Muslime Terroristen sind. Nicht jeder Mensch ist gleich. Nicht jeder Mensch ist ein Terrorist. Nicht jeder Muslim ist ein Terrorist. Danke.